Hallo Leute, willkommen zurück zu Let's Play Lufia, The Legend Returns. Im letzten Part haben wir den Leuchtturm hier betreten, einfach nur in der Hoffnung, dass es hier weitergeht, da ein verwundeter Soldat in die Stadt gekommen ist, in die Stadt Khan, wenn ich mich nicht irre, hieß sie. Und anscheinend haben mehrere Angst, dass ein Königreich von hier militärisch dominant sein will, jetzt hat. Und anscheinend haben deswegen ziemlich viele Angst deswegen. Naja, und die Prinzessin soll laut diesem Soldat in Gefahr sein, weswegen er sofort wieder aufgebrochen ist. Und wir wollten ihn eigentlich verfolgen, aber naja, es ging nicht so wirklich, da wir nicht durch die Tom-Höhle oder Tom-Moff-Teil-Höhle gelassen wurden. Und deswegen erklimmen wir jetzt den Leuchtturm in der Hoffnung, dass ich hier irgendwie weiterkomme. Und ich kenne mein Glück, wahrscheinlich komme ich hier nicht weiter. Okay, lauter Paladine, der ist besiegt. Macht er Schaden? Nein, macht er nicht. Oh! Aber das ist interessant zu wissen, der darf zweimal angreifen. Okay. Sowas gibt es hier also auch. Es gibt hier also Gegner, die tatsächlich zweimal pro Runde angreifen dürfen. Okay, das ist scheiße. Ich hoffe mal, dass das nicht so oft kommt. Schwert gefunden. Irgendein D-Schwert. Das deutsche Schwert! Nachtangriff mit eigenen... Was? Okay. Mit eigenen HP. Was soll ich darunter verstehen? Was macht Barriere? Erhöht die... Okay, das klingt gut. Das macht dann mal bitte... Ja, Sina, wunderbar. Sina soll ja meine Mega-Heilerin werden und so. Also passt alles wunderbar. Okay, da kann ich das jetzt gleich mal ausprobieren. Das kostet mich 0 Zornpunkte, okay. Okay. Und du machst mal den heiligen Schlag. Das war schöner Schaden. Wunderbar. Ach komm. Und dann geht die Attacke auch noch daneben. Spike, ich bin enttäuscht. Aber ich möchte sehen, wie viel Schaden das macht. So, du wärst ab. Und du bitte auch. Ich setze wieder das deutsche Schwert ein. Und das geht nochmal daneben. Okay, das war eine lustige Animation, aber hm. Naja, da gehen relativ viele Angriffe daneben bei diesen. Entweder liegt es an dem Paladin oder die Attacke selbst hat eine relativ niedrige Trefferwahrscheinlichkeit. Aber das können wir ausprobieren, indem wir es einfach mal bei einem anderen Gegner einsetzen. Oh, da ist eine Kiste. Mit einem Heilsirup, wunderbar. Götterträne. Magietrank. Götterträne, was steht das Teil da unten einfach nur rum und bewegt sich nicht? Eine Fee. Ich weiß nicht, gehörst du zu den Teilen, wo man einfach nicht angreifen darf? Sowas gibt's ja in Spielen, weil Fee ist ja eigentlich was Gutes. Oh! Okay. Okay. Die heilt mich. Was? Was? Was ist jetzt los? Die mache ich kaputt. Und jetzt? Was hat mir die jetzt gebracht? Habe ich nicht so ganz verstanden, was die jetzt macht, aber egal. Muss ich nicht verstehen. Man muss ja nicht alles verstehen, nicht wahr?
So. Ah, wunderbar. Ein anderer Gegner. Das bedeutet, wir können mal wieder das deutsche Schwert ausprobieren. Vielleicht klappt es ja dieses Mal. Okay, das geht anscheinend relativ häufig daneben. Das deutsche Schwert geht sehr oft daneben. Das ist deprimierend. Sehr deprimierend. Okay, mal schauen. Wahnsinn! Der trifft nicht einmal damit. Ich sollte ihn auch mal wieder heilen. Die Gegner hier machen eigentlich ziemlich guten Schaden, muss ich sagen. Und die Angriffe bei denen gehen ziemlich oft daneben. Wahnsinn, ich treffe die nie. Da, schon wieder daneben. Wahnsinn. Gehen hier ziemlich oft daneben meine Angriffe, muss ich sagen. Magie, stark. So. So. Oh, sie heilt mehr mit stark. Wunderbar. So, bei euch habe ich eigentlich immer getroffen. Dann probieren wir mal nochmal das deutsche Schwert. Ja, 175. Im Vergleich. Mal schauen. 50 mehr. Im Vergleich, ja, nicht schlechter Angriff, aber es kostet mich dafür doch relativ viele HP. Man kann es machen, wenn man viele HP hat, wenn man noch voll geheilt ist, dann kann man das ruhig machen. Da sollte man sich aber vorher vielleicht noch ein bisschen hochboosten, damit man wirklich den maximalen Schaden daraus nimmt, daraus holt. So. Wunderbar. Und da unten haben wir eine Fee, die habe ich schon gesehen. Hier unten links sehe ich sie. Hallo. Nein, nicht die Fee. Ich möchte den geilen Stecher angreifen. Oh yeah. Du geiler Stecher, komm her. Oh ja, das gefällt dir, hä? Huh? Wenn du gestochen wirst, wenn du selbst mal der Gestochene bist. Die Fee ist mir unsympathisch. Weg damit. Gut gemacht, Diane. Oh, schön gemacht. Criticals sind immer gut. Und ich bekomme hier Level-Ups noch und nöcher. Und das, obwohl ich schon so überlevelt bin. Finde ich sehr gut. Oh. Hier kann man speichern. Speichern wir mal bitte. Okay, wir dürfen gespannt sein. Oh! Ach so! Ich musste hier lang. Nicht einmal jenes Monster kann ich besiegen. Das muss an meiner Wunde liegen. Was für eine Schande. Oh nein! Gut, er ist noch am Leben. Spike, ich kümmere mich um ihn. Kümmer du dich um dieses Monster. Gut, überlass uns den Rest, alter Mann. Dai, Eimer, gehen wir. Jo. Also los. Mach mal kalt hier. Okay, das passt sehr gut, das Sprite. Erschlange. Ja, das finde ich an diesem Spiel ein bisschen scheiße, diese Abkürzungen immer. Fallen mir irgendwie, ja, gar nicht. Okay, dann greife ich mit dir normal an. Also vergehen. Für einen Feind und erhält. Brauche ich nichts davon. Du greifst normal an. Und dann machen wir mal ein bisschen mit der Trick. So. Oh, schöner Schaden.
Oh, wunderbar. Meteor. Wow. 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 Nicht schlecht. Aber ich kann auch was Tolles. So. Ja, dann machen wir jetzt mal hier einen heiligen Schlag. Und... was ist eine Siegelhand nochmal? Magieanwender. Ist aber kein Magieanwender, glaube ich. Nochmal, haut drauf ist voll scheiße, sag ich euch. Haut drauf ist einfach nur noch scheiße. Doppeltritt, so. Und du machst... Erfassung war das, glaube ich. Genau. Und du machst mal Erfassung. Wow, schöner Schaden. Um deine Verteidigung schön zu senken. Oh ja, wunderbar. Okay. Es gefällt mir nicht. What the fuck? Das war viel Schaden. Ich möchte mal kurz heilen. Und zwar... halt ein wenig. Mal heilt HP. Da. Du machst den Doppeltritt. Und du... machst mal bitte nochmal... die Verteidigung ein bisschen kleiner. Wunderbar. Was? Hä? Ist mein Heiltrank gerade daneben gegangen? Wollt ihr mich verarschen? Wieso kann sowas daneben gehen? Wieso kann ein Heiltrank daneben gehen? Das ergibt keinen Sinn. Was? Hä? Ich kapier jetzt gar nichts mehr. Tut mir leid, aber ich kapiere wirklich gar nichts mehr. Nee, ich kapiere gar nichts mehr. Um einen Heiltrank. Ja, wunderbar, aber ich kapiere gar nichts mehr. Hat mein Heiltrank jetzt gerade HP abgezogen? Ach so, der Untotenring. Ach, natürlich. Habe ich mir doch gedacht, dass der gar nicht so gut sein kann. Der Untotenring, da macht sie, wie es der Name sagt, zu einem Untoten. Das bedeutet, Magie heilt, schwächt sie. Jetzt kapiere ich. Ah, wie geht es ihm, Sina? Den muss ich hier unbedingt ablegen. Ich habe stark gezaubert. Er ist recht zäh und wird schon wieder. Besten Dank. Ihr habt mich nur schon zweimal gerettet. Kein Problem. Aber wolltest du nicht die Prinzessin retten? Wir begleiten dich. Danke, aber dies ist ein gefährlicher Ort. Ich kann eure Sicherheit nicht garantieren. Aber du warst es doch, der Hilfe brauchte. Wir können für uns selbst sorgen, keine Angst. Jupp, da hast du recht. Die Prinzessin ist sehr wichtig für mich. Wir müssen uns beeilen. Wieso ist die Prinzessin für Eima sehr wichtig? Keine Ahnung. Das stimmt, also los. Also gibt es auf Lidal, wo das Misstrauen herrscht, doch noch Leute wie euch. Mein Name ist Randolph, Hauptmann der königlichen Garde von Prinzessin Melphis. Ich bitte um Hilfe. Ich bin Spike. Wir werden nach Kräften helfen. Ich bin Sina. Meine Gabe sagt mir, dass es der Prinzessin gut geht. Ich bin Dai. Ich mag Soldaten zwar nicht sonderlich, aber egal. Ich bin Eimer. Gehen wir?
Okay. Das finde ich dann aber scheiße. Aha. Dass das nicht angezeigt wird bei ihr, dass sie ein Zombie oder sowas ist. Wieso ist dann Feld frei zwischen den beiden? Habe ich etwa ein Ding vergessen oder was? So. Andere? Düsenring. Und gib ihr wieder den Düsenring, den Untotenring, den... Nee. Nee, 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 nee. So. Gehen wir mal zu ihr. Und dann wird mal hochgeheilt. Wow. Der hat nur Level 17. Okay, der hat sehr wenig HP auch. Aha, der ist schon wieder so einer mit einem Mega-Angriff. Und der trägt einen Zweihänder. Okay. Habe ich irgendwas, was ich ihm ausrüsten kann, was besser für ihn ist? Nein, habe ich nicht. Okay. Was bringt's, wenn ich hier vorgehe? Hä? Okay. Bin ich hier jetzt eigentlich richtig oder... Ich weiß es nicht. Ich meine... Was? Eine Falle. Ich meine, ich bin hier in einem Leuchtturm. Hallo, ich bin in einem Leuchtturm. Ein Leuchtturm, das ist kein Königreich. Ein Leuchtturm... Na gut, ja. Er steht in einem Königreich. Ja, okay, passt schon. Aber... Ein Leuchtturm ist kein Schloss oder sowas. What the fuck, hat die Bombe viel Schaden gemacht, sehe ich gerade. Wow, ein bisschen sehr viel Schaden. Magie. Ach ja, da fällt mir was ein, was ich jetzt ganz vergessen hatte. Liebster Randolph. Der hat... Okay. Ah, der hat die Grünen. Ne, die... Hä? Doch. Ne, die Grünen hat sie. Blauen hat sie. Er hat nichts davon, oder was? Hä? Ihr Spezialgebiet ist ja das Gelbe. Das Blaue. Seins ist das Gelbe. Ihr ist das Grüne. Und bei ihm das Rote, bei ihm auch, okay. Es gibt ja nur vier, okay, passt, ja. So. Okay. Dann baue ich den mal darüber. Ja. Und... nicht die... Nein, nein. Welle wollte ich, genau. Habe ich es mir doch gedacht, tatsächlich. Oh! Er steigert Attacke. Oh mein Gott. Bam! Hoch da, hoch da. Bam, Mann. Das nenne ich mal Angriff. Okay. Irgendwann geben mir meine LP dann aus, wenn es so weitergeht. Es wird anscheinend, es wird immer teurer und teurer und teurer. Vielleicht hat der liebe Mighty Fan doch recht gehabt, aber nein. Ich glaube, so schnell gehen die mir nicht aus. Dann mache ich einfach kurz eine kleine Level-Einheit und dann geht das schon wieder. So. Wunderbar. Eigentlich... Wenn ich es mir mal so recht überlege. Das muss ich mir jetzt nochmal genauer anschauen. Da ist er.
Okay. Er ist wieder einer, der wahnsinnig wenig Verteidigung hat. Aber er hat wahnsinnig viel Angriff dafür. Er hat so viel Angriff wie Spike. Am logischsten ist es, dass er hinter ihm steht, denn dann bekommt er den Angriff ab, sie braucht keinen Angriff und er braucht auch keinen Angriff weiter. Wenn ich ihn jetzt aber in die vordere Reihe stelle... Können wir mal probieren. Wunderbar, so können sie auch noch schon, stimmt ja. Okay, ja, 256 zu 219. Also im Sinne von Angriff ist er schon definitiv vorne, aber... von der Verteidigung ist er jetzt nicht so atemberaubend, aber ich versuch's trotzdem mal. So. Versuchen wir das einfach mal so. Ich denke mal, wir versuchen es jetzt einfach mal so und wenn es schief geht, dann geht es eben schief. Man muss eben auch mal was ausprobieren. Und da geht's schon wieder. Nein, verdammt nochmal, ich habe nach rechts gedrückt und nicht nach links. Ah. Ja, jetzt muss ich wahrscheinlich nochmal neu die Treppe suchen. Oder? Ja, natürlich, weil die Treppe diesmal woanders ist. Aber okay, das machen wir dann beim nächsten Mal. Denn... Verdammt, Gegner. Die machen wir noch kurz kaputt. Die machen wir noch ganz kurz kaputt. Na komm. Und jetzt sterbt's alle. Draufgehen, stirb! Alles klar. Okay, dann würde ich mal sagen, beim nächsten Mal schauen wir uns dann mal den Leuchtturm noch ein bisschen genauer an. Ich hoffe mal, dass ich hier richtig bin und dass es noch hier weitergeht. Also gut, Leute, das war dann mal Let's Play Lufia The Legend Returns für heute. Ich danke euch fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ciao.